Hallo ihr Lieben, hier ist in diesem Video werden wir weiter unsere High Intensity Workout Series weitermachen. Heute in diesem Part werden wir, Part 3, werden wir unsere Rücken, Oberkörper ein bisschen mehr trainieren. Also ich habe mal Beine trainiert, danach Rumpf und jetzt machen wir unsere Rücken. Also wir haben, wie gesagt, das ist das gleiche Prinzip, 40 Sekunden Normaltraining, dynamisch, 40 Sekunden ein bisschen pulsen und dann 40 Sekunden eine Art vom Halten. Wir werden 6 Übungen haben. Also insgesamt die werden das 5 Minuten. Bitte sicherstellen, dass ihr habt richtige Warm-up gemacht. Werde ich immer am Anfang des Videos linken. Also wir fangen an mit der ersten Übung. Wir machen eine Superman. Also Rücken gerade, Gesäß anspannen. Wir versuchen nur langsam Arme und Beine zusammenheben. Erst Gesäß anspannen und Rumpf anspannen und dann wieder hoch. Und dann hoch, also nicht später machen, das ist extrem wichtig. Ausatmen und dann zurück einatmen. Ausatmen und dann zurück einatmen. Das ist die erste Übung. Zweite Übung, wir machen Pulses hier. Wir versuchen hier einfach schön wackeln. Und danach, letzte Übung, wir gehen hoch. Wir bleiben hoch und wir machen nur ein W hier. Wir machen Schwimmen. Da trainieren wir Halten, wir trainieren unsere Rückenmuskulatur. Okay? Fangen zusammen an. 4, 3, 2, 1. Und einfach schön hier Kopf, Verlängerung zur Wirbelsäule, oben ausatmen und langsam zurück anatmen. Ausatmen und zurück anatmen. Und ihr könnt Pause machen und wieder hoch. So, ihr könnt ein bisschen intensiver ohne Pause. Alle 10 Sekunden noch. Oh. Alle, jetzt wechseln. Bleiben wir am Wackeln. Einfach schön wackeln und oben bleiben. Mit dem Kopf bleibt verlangt. Rück zur Wirbelsäule. Oh je je. Das ist gar nicht easy. Alle. Das eingespannt halten und Rumpf. Alle 15, oh je je. Es brennt ohne Ende. Alle dranbleiben. Wir haben 6. Alle. 4. 2. Oh je, meine Schulter. Okay. Alle hochkommen. Hochkommen und wir machen nur viel. Wir bleiben oben. Wir machen Schwimmen. Schön Ellbogen zur Wirbelsäule bringen. Also, wir bleiben unter Spannung. Hinten schön ausatmen. Vorne einatmen. Also, versucht die Knie immer weg vom Boden, Ober- und Brust auch. Oh. Alle 6. Ui, alle, wir haben das geschafft. Erster Block ist fertig. Jetzt wir machen den zweiten Block. Wir machen Alternating Snow Angel. Also wir versuchen hier einfach zurück und der andere Seite ganz locker. Ihr wird aktivieren unsere Rückenmuskulatur, auch ein bisschen unsere Rumpfmuskulatur. Danach zweite Übung, wir versuchen zusammenzubringen. Hier ausatmen. Und dann nach vorne. Und dann letzte Übung, wir versuchen mehr von unserem Runterrücken. Wir bleiben auf dieser Position, diese Cobra-Pose. Und nur halten und wir versuchen nur einfach unseren Nacken mal links, mal rechts zu bringen. Das tut echt gut, diese Übung. Das ist Korrekturübung, das ist für Gesundheit. Und wir fangen zusammen an. Alle. Einfach hier locker. Ein bisschen hochkommen. Das anspannen. Ausatmen und hinten einatmen. Alle 15 Sekunden noch. Oh
Ich habe ein bisschen Sonne. Es ist richtig kalt, ein bisschen windig und frisch. Alle, jetzt wechseln wir direkt. Also hier ein bisschen versuchen, Gesäß anspannen und dann kontrolliert hier Arme. Trainiert richtig super unsere Schulter, unser Rücken. Hier nicht nach unten kommen, einfach schön alles unter Kontrolle. Je höher, desto schwerer wird. Unser Kopf bleibt. Verlängerung zur Wirbelsäule, ganz wichtig. Ihr könnt eure Knie am Boden halten. Ah, yeah. Alle 5 Sekunden noch. 4. Noch 2. Oh. Ihr könnt entweder so bleiben. Einfach am Ellbogen diese Position. Richtig super für Entlastung. Die Kompression unserer Wirbelsäule. Oder ihr könnt einfach ein bisschen höher kommen. Und dann einfach schön einfach halten. Und dann einfach rotieren. Oder ihr könnt nur halten und genießen. Natürlich Gesäß hier bitte anspannen. Alle 4. Noch 2. 1. Und kurze Pause. Wir haben das geschafft. Jetzt muss ich schauen. Nächste Übung. Genau. Wir machen Butterflies. Genau. Nächste Übung bleiben wir in dieser Position wieder. Wir versuchen unsere Daumen nach oben zu bringen. Unsere Oberarm hinter Schulterhöhe, also nicht nach vorne, so ein bisschen tiefer. Kopfverlängerung zur Wirbelsäule. Ihr könnt eure Hände am Boden. Und dann wir versuchen nur dynamisch hoch. Das Butterfly, wir trainieren unsere Schulter, unsere Deltoids, diese Muskeln zwischen unsere Schulterblätter. Also versuchen wir bitte Schulterblätter zusammenzudrücken. Also eure Knie könnt am Boden halten, ganz locker. Also wir trainieren hier. Wir versuchen immer eine Außenrotation unserer Arm. Danach zweite Quizzungen, die wir versuchen nur nach oben zu bleiben, ein bisschen pulsen hier. Und danach am Ende wir halten nur. Okay, also machen zusammen 2 Minuten. Okay, alle 4, 3, 2, 1 und konzentriert bleiben. Ausatmen, oben, unten einatmen. Einfach schön Schulterblätter zusammendrücken. Oh. Wir trainieren hintere mehr auf unsere hintere Schultermuskeln und unsere Trapezius. Oh, das brennt. Boah, ihr merkt schon, das ist richtig hart. Mit eigenem Körper kann man richtig viel machen. Alle ausatmen, unten einatmen. Oh, okay. Alle 4, noch 2, 1. Das ist gar nicht einfach. Alle, jetzt pulsen. Einfach oben bleiben und einfach kleine Pulse hier. Oh, yeah. Oh, das brennt meine Schulter. Diese hintere Deltoids ist richtig super zu trainieren. Oh. Ui. Alle, machst du es besser, bitte? Alle, dranbleiben. Schön kleinen Pulsen. Oh. Alle, 6. Alle, finde ich strong. 4. Nach 2. Oh. Oh je, yeah. Oh, yeah. Alle, jetzt wir machen. Oh, yeah, meine Schulter. Wir halten nur. Einfach oben und halten. Squeeze together. Also unsere Schulterblätter zusammen anspannen, zusammendrücken und halten. Oh. Yeah, yeah, yeah. Alle halten. Oh, ich kriege nicht mehr. Oh mein Gott. Alle, wir haben halbe Zeit jetzt wieder nochmal halten. Alle, schön zusammendrücken. Arme nach oben sind ein bisschen rotiert. Alle, und halten. Und halten, wie es geht. Und halten. Alle, ihr habt gesehen, richtig. Alle, 6. Finish strong. 4. Noch 2. Noch 1. Ui, meine Güte. Ui, 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 ui. Oh, meine Schulter. Oh, mein Gott. Ui, ui, ui.
Okay. Jetzt, wir wechseln nächste Übung. Wir machen einen Y-Raise, ich denke. Genau. Wir machen einen Standing Y-Raise. Ah, das wird auch spaßig. Oh je. Okay, oh, meine Schulter. Meine Schulter. Ui. Okay. Also jetzt, wir versuchen unsere untere Trapezius zu trainieren. Deswegen ist auch extrem wichtig, diese Muskeln, die halten uns gerade. Das habe ich immer erklärt in einem anderen Video. Genau, wir versuchen diese athletische Position hier, Rücken gerade nach vorne. Und dann versuchen wir Daumen nach oben und wir bleiben nur hier. Versuchen Arme, einfach hier Y-Raise. Wir kommen auf diese Position hier, Rücken gerade und dann einfach ein Y nach oben. Und Daumen immer nach außen rotiert. Also das erste 40 Sekunden, das zweite 40 Sekunden. Wir versuchen nur pulsen. Und dann die letzte 40 Sekunden, wir bleiben hoch und wir machen einen Ruden-NW. Das haben wir am Boden gemacht, das ist ein bisschen so ähnlich. Boah, meine Schulter. Oh je, ich muss kurze Pause. Alle, wir fangen zusammen an. Okay, alle, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Aufrecht bleiben, Daumen hoch. Kopfverlängerung zur Wirbelsäule, ausatmen und dann hinten ausatmen, einmal unten einatmen und dann hoch, schön ausatmen. Wir kommen explosiv hoch. Es riecht super, diese tiefe untere Trapezius zu trainieren, natürlich unsere Schulter auch. Alle 10 Sekunden noch. 4, nach 2, 1, kurze Pause, 3 Sekunden. Wir wechseln und bleiben oben und wir machen nur Pulsen. Warte. Unsere Daumen zeigen nach oben. Oh yeah. Ihr werdet merken, dass es das zieht direkt um unteren Rückenbereich. Alle 20 Sekunden noch. Oh je, yeah, es brennt. Alle dranbleiben. Alle 15. 10. Oh je, yeah, yeah. Alle 6. Alle, ich finde es dran. 4. Noch 2. Oh. Alle, kurze Pause. Jetzt, wir machen halten. Wir halten und wir machen nur ein W. Halten und dann wir rudern. Halten und dann rudern. Halten. Alles 20 Sekunden. Wir drehen auch unsere Beine. Wir sind in Squat-Position. Oh, das brennt. Alle, das brennt. Kurze Pause. Dann wieder zurück. Kurze Pause. Alle halten. Alle 4. Nach 2. 1 und geschafft. Okay. Perfekto. Oh je. Okay. Wir haben noch 2 Übungen. Also nächste Übung, wir versuchen rudern. Also wir versuchen hier zu rudern. Am Ellbogen hier. Ganz locker. Je weiter unsere Füße nach vorne, desto schwerer wird. Wir können es leichter machen. Einfach Ellbogen zum Boden drücken und wir versuchen nach oben zu kommen und dann langsam zurück. Bitte hier aufpassen bei dieser Übung, Nacken nicht mitziehen. Also wir ziehen mit unserer seitlichen Rückenmuskulatur einfach nach oben und dann langsam zurück. Nach oben, dann langsam zurück. Wow, ich bin kaputt. Und dann zweite Übung, wir versuchen nur pulsen hier. Kopf bleibt Verlängerung zur Wirbelsäule. Genau, und dann letzte Übung, wir versuchen nur zu halten. Okay? Oh, yeah, yeah. Okay. Alle, fangen zusammen an. Ist ein bisschen kalt draußen. Genau, Brust nach vorne. Und dann einfach schön Ellbogen zum Boden drücken. Alle hoch.
Ausatmen und dann einatmen. Pause. Und jetzt wir halten uns um und wir machen nur Pulsen. Hoch. Noch kleine Pulsen hier. Also nicht mit unserer Rumpfmuskulatur, sondern mit unserem Rücken. Boah, das brennt. Eieiei. Warte, wenn es brennt, natürlich kurze Pause. Das ist richtig intensiv. Warte, Brust nach vorne. Alle 10. Vier, noch zwei. Eins. Oh, ich kriege nicht mehr. Alle jetzt, wir versuchen nur zu halten. Das ist wirklich keine Crunches, bitte. Das ist hier Oberkörper gerade. Wir bleiben oben und wir halten nur. Einfach anspannen. Unsere Rückenmuskulatur müssen arbeiten. Alle Kopfverlängerung zur Wirbelsäule. Alle halten. Wenn es zu viel, kurze Pause. Und dann ein bisschen halten nochmal. Alle. Also diese Übung, wenn es so für euch so schwer, bitte nicht machen. Weil es könnte schon am Nacken ziehen. Wir haben noch wichtige Übung. Alle vier und lösen. Also das reicht. 2, 1. Also diese Übung bitte, wenn ich so viel einschränken, ihr könnt einfach weglassen. Also für mich die nächste Übung ist wichtiger. Also die Übungen sind alle wichtig. Okay, wir versuchen jetzt unsere Außenrotatoren, also die Rotatorenmanschette zu trainieren, diese Außenrotatoren. Deswegen ihr braucht entweder ein Miniband oder ein Terraband. Wenn ihr das habt, wenn ihr das nicht habt, ist es auch nicht schlimm, weil kann man auch ohne machen. Also wir kommen in Rückenlage. Unsere Daumen zeigen nach außen. Ellbogen hier eng zu Körper, also unsere Ellbogen geht nicht nach außen, komplett eng zu Körper. Und wir versuchen hier einfach unsere Arme zum Boden nach außen hier zum Boden zu bringen. Wir versuchen unsere Außenrotatoren mal zu trainieren. Einatmen unten hoch aus, also unten einatmen. Sorry, hier ausatmen, unten einatmen. Ausatmen, unten einatmen. Die erste 40 Sekunden, zweite 40 Sekunden, wir versuchen nur tiefer hier zu bleiben und ein bisschen pulsen. Genau, oje. Und danach nur halten. Das ist einfach. Aber bitte, bitte, Ellbogen geht nicht nach außen. Also Ellbogen versucht, das ist genau wie hier, wenn man sitzt und dann einfach schön so machen. So macht. Aber wir versuchen das am Liegen zu machen, okay? Alle zusammen. 4, 3, 2, 1 und los geht's. Alle. Oh, das brennt schon. Oh, ihr könnt leichter machen. Natürlich auch ohne Gewicht, ohne Bänder. Oh, das ist ja richtig nicht einfach. Die sind die wichtigste Übung, die finde ich. Alle, 6 Sekunden noch. Oh, das brennt ohne Ende. Alle, jetzt kleine Pulsen. Einfach hinten tiefer bleiben und dann einfach pulsen. Oh, das brennt ohne Ende. Alle, schön tiefer bleiben. Oh, ich merke, dass diese Muskel ist richtig schwach. Alle, dranbleiben. Oh, ich kriege nicht mehr. Alle, komm. Machst du es besser? Oh mein Gott. Oi. Alle. 4. Finish strong. 2. 1. Alle, das ist die letzte. Alle, jetzt wir halten tiefer. Oi, Mann. Alle, tiefer halten. Alle, das entspannen. Schulter spüren. Boah.
Alle, komm mal, halt. Oh, ich kriege nicht mehr. Das sind die schwachen Muskeln, die mussten wir eigentlich trainieren. Nichts anderes. Alle, tiefer, halt. Oh. Alle, 8 Sekunden halten. Alle, 6, 4, noch 2, noch 1 und geschafft. Oh, yeah. Alle, das war's. Also wir haben das geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also das war, ihr könnt wirklich, es sind drei Part 1, Part 2, Part 3. Ihr könnt das ganz Körpertraining einfach zusammen machen, oder wenn ihr Lust habt, nur einfach Oberkörper zu trainieren, da könnt ihr dies machen. Rumpftraining, da könnt ihr das zweite Video machen oder Beine auch. Und das ist richtig intensiv und das tut uns gut. Also immer Abwechslung und eigener Körper kann man richtig viel intensiv trainieren. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und bis nächstes Mal. Ciao!